dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Dann herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz, obligatorische Pressekonferenz, wie gewohnt 2 Tage vor dem Spiel. Samstag, Auftakt zum Doppelheimspiel, der SV Meppen ist zu Gast um 14 Uhr. 15.000 Tickets sind im Moment rund circa vergeben, das heißt, die Gäste-Tageskasse öffnet und auch die Tageskasse für unsere Clubfans öffnet. Wie gewohnt 2 Stunden vor dem Anpfiff, also um 12 Uhr, dann ist auch Stadionöffnung. Und wir bitten natürlich um rechtzeitige Anreise, da noch eine Parallelveranstaltung in der GTEC Arena stattfindet. Ja, ich begrüße natürlich unseren Cheftrainer Klaus-Dieter Wollitz und Jürgen Jasula, unseren Mittelfeldmann. Pele, was gibt es Neues aus der Mannschaft nach dem Mannheim-Spiel am Sonntag, was ja sehr intensiv war? Wie sind die Jungs, deine Jungs, in die Woche reingekommen und gibt es vielleicht personell irgendwo ein paar Fragezeichen? Ja, guten Tag. Schönen guten Tag. Ja, ist eine kurze Woche. Ja, Pertl kehrt zurück. 5. gelbe Karte abgesessen. Ansonsten keine weiteren Geschwerden, keine weiteren Verletzten. Also aktuell steht der ganze Kader zur Verfügung, bis auf Conte und Jakobsen. Conte noch ein Spiel, Jakobsen noch 2 Spiele, die aussetzen müssen. Ja, Mannschaft gut reagiert, das Spiel gut weggesteckt, arbeitet gut. Diesbezüglich ist die Aufgabe fürs Wochenende, auch was den Kader betrifft, nicht ganz so einfach. Auf der anderen Seite sehr angenehm, weil jeder Spieler die Berechtigung hatte, dabei zu sein unter den ersten 18. Treffen auf den Gegner, spielstark, auch mit viel Selbstverständnis. Ich glaube, in den ersten beiden Spielen sehr unglücklich, was die Ergebnisse betraf. Wenn man die Spiele gesehen hat, und die haben wir gesehen, hätten sie das Maximum holen können, wir aber auch. Diesbezüglich ist es wichtig, am Samstag genauso aufzutreten wie im letzten Spiel, speziell wie wir es beendet haben. Vieles von denen, was wir uns dann erarbeiten, dass wir das dann auch auf die Platte bringen mit Verantwortung, aber auch mit der Überzeugung und auch mit dem Mut und mit dem Selbstvertrauen, was du für ein Spiel brauchst. Ja, danke unserem Trainer einleitend. Welche Fragen habt ihr an die beiden? Manuel Fischer, bitte. Frage an den Trainer. Sie hatten es ja gerade gesagt, Timo Pertl kehrt zurück. Wort vielleicht zu seinem Vertreter Leon Belbel, der zum Ende der Vorrunde ja sich den Stammplatz auch erkämpft hatte. Ja, Leon hat auch in der Vorbereitung sehr gut gespielt. Ich hatte das, glaube ich, letzte Woche gesagt, dass wir auch beide schon versucht haben, auf die Platte zu bekommen. Ja gut, der eine ist ein bisschen erfahren, der andere hat eine andere Art. Es kommt von der Offensive, war Stürmer bei Mainz 05-2. Das sieht man auch, dass er sehr offensiv das Spiel interpretiert, was wir auch mögen. Ich fand, dass er das sehr ordentlich gemacht hat. Ich habe Timo Pertl auch nicht so schlecht gesehen, wie dann manchmal das bewertet wird. Dann sieht man auch, dass wir müssen das Ganze sehen. Und deswegen wird es auch spannend, wie wir das dann entscheiden. Aber wenn es Leon ist, ist es keine Überraschung, dass Leon am Samstag beginnt. Kurze Nachfrage noch. Sie sprachen ja mal davon, dass sich die Mannschaft, dass sich das Trainerteam mit der Mannschaft in einem Prozess befindet. Können Sie so ein bisschen sagen, wie weit der Weg jetzt bisher schon vorangeschritten ist, wo es vielleicht noch fehlt? Es wird offener. Es wird, ich glaube, man spürt gegenseitiges Vertrauen. Ich habe das relativ schnell gehabt. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch Spieler. Ich meine, wir haben 24 oder 25 Spieler. Und da gibt es auch Interessen und das ist auch nachvollziehbar und man muss auch Eigeninteressen haben. Aber ich glaube, dass langsam spüren, was wir wollen und dass wir da total ehrlich sind und offen sind und versuchen auch die Spieler da zu informieren, wie wir die Trainingswoche gesehen haben, beziehungsweise warum wir die eine Position oder die andere Position besetzen, auch was den Kader betrifft, kann man ja sagen. Wir haben uns letzte Woche gegen mit Harand auseinandergesetzt, obwohl er sehr gut trainiert hat. Aber wir glaubten, wenn wir im Laufe des Spiels einen anderen Verteidiger brauchen, dass Koklin dann besser zu den Gegenspieler passen würde, dann informieren wir die Spieler. Es ist nicht immer so angenehm,
Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass man mit Informationen besser umgehen kann. Und von daher, glaube ich, wächst das Vertrauen. Aber das dauert auch noch ein bisschen. Nach 5 Wochen ist es nicht möglich, so das 100-prozentige Vertrauen zu haben. Sowieso dann, wenn man dann so offen und ehrlich tagtäglich angesprochen wird. Ist das aber ein Prozess. Hans-Joachim Halli, bitte. Herr Walitz-Quadlo war am vergangenen Sonntag als Einwechsler am Tor beteiligt, am späten Ausgleichstor. Hat im Hinspiel in Meppen auch als Auswechsler das Spiel praktisch entscheidend mitgedreht, den 0-1-Rückstand durch 2 Tore. Welche spielt das in Ihren Überlegungen zur Besetzung am Sonntagabend eventuell eine Rolle? Ja, erstmal freut es uns, dass wir Spieler letzte Woche gebracht haben, die dann auch sofort Impulse gesetzt haben. Das, was wir uns wünschen, was die Spieler sich dann auch in den Trainingseinheiten erarbeitet haben. Und bei Manni speziell befreut es mich, weil wir, so wie es dann auch kommuniziert worden ist, ein Gespräch hatten und ich sehr überrascht war über die Aussage, dass er sich nach 1,5 Jahren hier nicht angekommen fühlt. Und daran haben wir gearbeitet. Und was mich noch mehr freut, ist, dass er nach Sonntag bisher in den Trainingseinheiten sehr, sehr gut trainiert hat und mit denen nicht zufrieden ist. Und das wollen wir. Und dann gucken wir, was ist für Samstag das Beste für die Mannschaft. Und das versuchen wir dann hinzubekommen und dementsprechend auch den Kader bzw. die ersten 11 zu benennen. Vielleicht noch ein paar Worte zu Mario Kvesic, der in der Halbzeit raus musste, mit dem Sie, glaube ich, in diesem Spiel zumindest so, nicht so zufrieden waren, nachdem er gegen Zwickau, wie ich fand, eine ganz gute Partie gemacht hat. Wie hat er das so weggesteckt? Also wir haben das dann auch in der Halbzeit schon analysiert in Mannheim und wir haben gesagt, wir dürfen in der Laufintensität nicht nachlassen, sondern wir wollen das Spiel gewinnen. Und wenn man sieht, wie wir dann aus der Halbzeit gekommen sind, glaube, wenn ich das jetzt nur auf diese Wechselung beziehe, dann würde man uns recht geben. Es war einfach so, dass wir gerade im Zentrum die Spieler, die sehr viel anlaufen müssen, sehr, sehr geschickt, taktisch klug sein müssen und nicht 1 Millimeter in diesem Spiel. Und deswegen wollten wir den Zeitpunkt nicht verpassen. Wir haben ja nach dem Zwickau-Spiel selbstkritisch. Ich wollte Mario schon eher auswechseln, weil es nachvollziehbar ist, wenn du mehrere Monate nicht gespielt hast, sehr viel in die Vorbereitung investiert hast, dass es dann im Laufe des Spiels ein bisschen weniger wird. Und das wollte ich diesmal ihn nicht antun, uns nicht antun. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann lieber gleich in der 45. Minute, das sage ich aber jedem Spieler, lieber 45 Minuten alles raushauen, als sich über 60, 70 Minuten so die Zeit einzuteilen. Und es wird ein bisschen weniger, weil die Spiele sind sehr eng, die sind sehr intensiv. Wir wollen ein intensives Spiel. Kann ich aber auch sagen, dass Mario am gestern und Anfang der Woche sehr, sehr gut trainiert hat. Und ich weiß, dass er Rhythmus braucht. Ich weiß aber auch, dass wir 24 Spieler haben und ich möchte gerne, wenn möglich, alle 24 Spieler korrekt begleiten, nach dem, was wir dann Tag für Tag im Training bzw. im Spiel sehen. Okay, letzte personelle Frage nochmal, weil sich es tatsächlich ein bisschen aufgedrängt hatte, weil Sie ja nach dem Spiel gesagt haben, dass Sie jetzt mit Daniel Steininger insofern nicht zufrieden waren, weil er eigentlich im Trainingslager einen besseren Eindruck vermittelt hatte und das bisher in den beiden Spielen nach der Einwechslung noch nicht so richtig auf den Rasen bringen konnte. Wie erklären Sie sich das zum einen und wie hat er jetzt reagiert in den vergangenen Tagen? Oh, das ist, haben wir am Montag nochmal mit dem Manager und Steini und ich nochmal besprochen. Aus meiner Sicht auch eine Konsequenz aus dem, dass er jetzt im Loch ist. Auf der anderen Seite wollen wir ihn fitter machen. Er hat in dem Trainingslager und der Woche nach dem Trainingslager vor dem Braunschweig-Spiel ja alles investiert, um gerne hier unter Vertrag genommen zu werden. Und dann haben wir schon gesagt, er braucht Zeit, das hat er selber gesagt. Und wir haben gesagt, es wird eine Phase geben, wo er ins Loch fällt. Und da sehen wir ihn jetzt. Und es ist aber für uns wichtig, Spieler zu bringen, die sofort präsent sind, die sofort alles investieren können, die nochmal die Mannschaft mitnehmen können und nochmal einen Impuls setzen können. Und das haben wir dann besprochen. Das sieht er auch so. Wichtig ist, dass das, was wir sehen und wenn wir das besprechen, das heißt nicht, dass die uns nach dem Mund sprechen, aber wenn der Spieler es wirklich dann auch so sieht, ich glaube, dann haben wir eine Basis, wo wir dann auch kurzfristig, mittelfristig da schnellstmöglich herauskommen. Hans-Joachim Halli. Frage an Jürgen Gazula. Am Sonnabend treffen mit Magdeburg und Meppen 2 Mannschaften, die zumindest vom Ergebnis her im neuen Jahr noch nicht zufrieden sein können.
von der Punktausbeute her insbesondere. Mit welchen Gedanken, Anforderungen, Wünschen und Zielen gehen Sie in das Spiel der beiden Enttäuschten? Ja, Sie haben es richtig gesagt. Ich glaube, Meppen ist auch jetzt mit 0 Punkten aus 2 Spielen gestartet. Wobei ich auch da dem unserem Trainer recht geben muss, dass das auch unglücklich war. Man hat auch im Hinspiel oder vor allem, glaube ich, Ende der Vorrunde gesehen, dass es eine sehr gefährliche Mannschaft ist mit guten Einzelspielern, vor allem in der Offensive. Und wir müssen uns einfach, glaube ich, auf uns konzentrieren, unseren Weg weitergehen, versuchen, die Sachen, wo wir in den ersten 2 Spielen gut gemacht haben, weiter umzusetzen auf dem Platz. Und Kleinigkeiten, die wir dann intern besprochen haben und analysiert haben, versuchen noch besser zu machen. Und natürlich hier zu Hause vor unserem Publikum wollen wir natürlich dieses Spiel gewinnen. Also, ja. Umso mehr, wenn man auf die Tabelle und die Punktabstände nach unten und nach oben guckt, ne? Ja, natürlich. Klar, die Tabelle guckt man sich auch an, aber ich glaube, dass jetzt wichtiger ist, erstmal auf uns zu gucken, von Spiel zu Spiel, auch wenn das immer so gesagt wird, aber einfach unsere Entwicklung oder unseren Weg zusammen weiterzugehen. Und dann bin ich mir sehr sicher, dass wir dann auch punktuell oder mit den Ergebnissen auch ja, dafür belohnt werden. Habt ihr weitere Fragen? Gut, dann vielen Dank. Wir schließen die PK, sehen uns am Samstag um 14 Uhr gegen SV Meppen hier in der MDCC Arena. Danke.